So, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 und gucken. Halt die Klappe. Nirgends werdet ihr frischeren Fisch. Er schreit einfach weiter. Soll das? Okay, mal gucken, was die Quest sagt. Der letzte, der noch steht. Der Verhandlung von Petruzzi, Giovanni und Federico. Beiwohnen. Petruccio. Attenzione, attenzione. Nur Baldassare, der große Schneider, kann euch zum Ziel des Knights aller eurer Mitbürger machen. Alter, der Mob, ich höre ihn schon. Da ist der Mob. Was ist hier los? Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt! Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen! Dafür werde ich dich töten! Wachen! Ergreift ihn! Fetter Typ! Aber Tetino. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Was für ein komischer Typ. Aber wir laufen, komm. Wir nehmen die Dächer, es geht schneller. Was war denn jetzt los? Na, immerhin hast du dich festgehalten. Wir haben übrigens wieder volle Energie, ohne was getan zu haben. Lass mich durch jetzt! So, das war's. Ist die Musik gerade nur bei mir so laut oder ist sie generell laut? Warte mal kurz, ich glaube, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Optionen. Allgemein. Musiklautstärke machen wir mal auf... Ey! Auf 8. Ja, das kann so bleiben, denke ich. Blut an, natürlich. Nein, schon der Zensur zum Trotze. Das war's. Mehr wollte ich gar nicht. Sind wir jetzt bald fertig? Danke. Der letzte, der noch steht. Das hat uns der Alberti echt verraten, ne? Er hat uns echt verraten. Sequenz 1 ist beendet. Er hat uns doch verraten. Doch kein so toller Freund. Hm. Was machen wir jetzt? Als erstes gucken wir mal weiter. Den müssen wir umbringen. Das geht nicht anders. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber du kannst mir helfen, es herauszufinden. Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Okay, wenn ich was sehe, sag ich Bescheid. Servizio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Wir sind gesucht. Annetta. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nein.
Okay, warum sind in meinem Haus so viele Wachen? Habe ich noch das Schwert? Ne, habe ich nicht. So eine Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir uns geflickt zusammenreißen, um nicht entdeckt zu werden. Und komm, rüber da und wieder hoch. Ich verstehe immer noch nicht, wo hier... Ich wette, das ist da drin und das Fenster ist noch nicht offen. Das Fenster ist erst wann anders offen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Egal. Ich gehe jetzt weiter. Ich verstehe nicht, warum du da runtergefallen bist. Manchmal verstehe ich diese Steuerung einfach nicht. Das hat auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Feine Metallarbeiten, nur hier. Waffen aller Art. Gute, präzise Arbeit. Wo habe ich euch schon mal? Okay, kommt her. Gut, das wird jetzt ein bisschen schwerer, aber... Oh nein. Komm her. Achtung, Jungs, das ist kein Anfänger. Haltet zusammen. Ach komm schon. Oh oh. Aber jetzt, komm. Komm schon. Oh, zu spät. Nein! Das gibt's doch gar nicht, Jungs. Warum kriege ich denn keinen einzigen Konter hin? Sag bloß, ich kann nicht kontern. Das wäre ja... Komm schon. Das war ein langweiliger Kampf. Oh. Von der Seite an. Beschäftigt ihn! Ich kann nicht kontern. Wir hauen ab. Bravo. Ihr geht nirgendwo hin. Konter funktioniert nicht, das ist irgendwie komisch. Laju, er ist hier. So, warten wir mal kurz. Gehen wir mal eben hier rein. Warten wir, bis wir wieder anonym sind. Dann geht's weiter. Jetzt haben wir uns nur mit Scheiße beschäftigt, die Folge hier halb. Komm, mach hin. Werd wieder anonym. Ich bin schon anonym. Okay. So, kann ich irgendwo runterspringen? Natürlich nicht. Machen wir das mal etwas ungefährlicher. So. Sehr gut. Weiter geht's. Dieser Mantel. Der Mantel war teurer als du, ey. Kann ich hier hoch? Da oben. Ha, Mensch. Ich glaube, ich möchte mal eben an den Aussichtspunkt hier. Und eben mal synchronisieren. Synchronisieren ist immer ganz wichtig in dem Spiel. Vor allem in Assassin's Creed 2. In 1 geht's noch so. Da musst du nur so viel synchronisieren, bis du Hinweise hast. Aber in Assassin's Creed 2 musst du eigentlich alles synchronisieren. Das extrem wichtig ist fürs Spiel. Merken wir aber später noch. So. Schaut mal hier, was wir hier Schönes haben. Nichts. Nicht ein bisschen Schatz. Hier sind auch ganz viele Schätze. Ich sag ja, Schätze mache ich offscreen, denke ich. Ist einfacher für euch und für uns. Oder für mich. Da muss ich nicht so viel reden. Zur Seite! Ja, ja. Hallo. Ich glaube, das ist das falsche Gebäude. Nein. Nein, das ist es.
Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Messer Ezio. Annetta hat eine hohe Meinung von euch. Ich ahne, warum. Danke für die netten Worte, Madonna. Aber bitte, nennt mich Paola. Danke, dass ihr meiner Familie euer Haus öffnet. Das war ja wohl das Mindeste. Ihr müsst müde sein. Wollt ihr... Nein, danke. Ich kann nicht bleiben. Warum? Was wollt ihr tun? Ich töte Uberto Alberti. Ich verstehe eure Lust nach Rache nur zu gut, aber der Gonfaloniere ist ein mächtiger Mann. Ihr seid kein Mörder, Ezio. Spart mir die Ansprache. Aber ich kann euch zu einem machen. Und wieso wollt ihr mir beibringen, zu töten? Das nicht. Ich bringe euch bei, wie man überlebt. Kommt. Jetzt wird's spannend. Die Methoden der Kurtisanen lernen. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Paola. So, lesen, 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 lesen. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. Tauchen Sie in einer Gruppe unter. Hi. Na, ihr beiden? Na? Warum bist du da alleine? Okay. Normalerweise stehen immer drei. Aber gut. Also drei Gruppen, drei Mädchen. Mädchen. Tauchen sie unter, um für die Wachen unsichtbar zu sein. Oh. Hat einen schicken Schneider. Cool. Hä? Wow. Ja. Oh, der will mich jetzt kloppen, weil... Du kannst nach Hause gehen, kannst du? Ja, komm, wir machen das nochmal. Aua. Ja, komm, jetzt lad die scheiß Sequenz nochmal. Ich hab den bestohlen, das, kann ich eigentlich noch gar nicht. Aha, guck mal, jetzt sind's mehr Mädchen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. So, jetzt der Paola-Lan folgen. Zur Seite! Oh, schade, nicht geklappt. Da gibt's doch gar nicht. Ey, tauchst du jetzt mal unter? Ich kenne diesen Mann. Untergetaucht. Ich kenne diesen Mann. Hm, er ist weg. Wo gehst du jetzt lang? Noch so ein sehr großer da. Kommt dir bekannt vor. So. Mal gucken und warten. Da ist sie. Ja, laber mich nicht voll. Da hinten sind die nächsten. Wir warten noch ein bisschen, wir warten noch ein bisschen. Jetzt laufen wir los. Nein! Scheiße! Verfickt nochmal! Das hasse ich immer. Also, die Quest habe ich immer gehasst in dem Spiel. Immer. Verdammt nochmal. Habe ich nie geschafft. Komm, mach weiter. Komm, mach weiter. Komm, mach weiter. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. In meinem Geschäft ist Diskretion alles. Wie oft willst du mir es noch sagen? Wir müssen uns frei bewegen. Gesehen, doch unbemerkt. Ihr müsst lernen, unterzutauchen und eins zu werden mit der Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen zeigen euch wie. So, wir versuchen es noch einmal. Einmal macht es die Barretts noch mit. Und dann ist hier Ende. Jetzt komm ran, Paola. Dann war das in Assassin's Creed 2 Brotherhood, wo man dann auch mit laufenden Menschen verschmelzen kann, ne? Nee, geht so auch. Ist ja eigenartig, warum hat das von nicht geklappt? So, da sind jetzt... Lalala! Ich
Die neueste Maske. So, gehen wir mal so ein bisschen mit. Das finde ich ganz cool so. Ich laufe einfach mal mit der Masse. Einfach mit der Masse laufen. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich gehe mal zwischen den dreien. Oh nein, die wollen bestimmt nach rechts. Die wollen bestimmt nach rechts. Die wollen bestimmt nach... Oh nein, sie gehen nach links. Oh, wie schön. Sie gehen nach links. Nicht das Target verlieren. Ganz cool bleiben. Also die nächsten. Jungs, ich muss in eure Mitte, sonst wird da nichts. Ja, genau so. So ist schön. Einfach so ein bisschen spazieren gehen. Was du denn da? Ach, du spachtelst da eine Runde, alles klar. La la la. So. Gehen jetzt alle nach links. Sehr schön. Ihr macht das prima. Paula, kommst du ran oder was? Danke. Paula ist direkt hinter mir. Oh, ich habe direkt in die... Ich habe direkt in die Vierer hier geswitcht. Wie cool. Paula! Nein! Sie geht in die falsche Richtung. Gott! Ha, war das knapp. Sag mal, laberst du mich nicht eigentlich auch noch voll so ein bisschen? So, wir sind wieder da. Gott sei Dank, das hat geklappt. Siehst du? Der Barretts macht das nur einmal, hat er gesagt. Der Barretts hat sein Versprechen gehalten. Bene. Nun, da ihr untertauchen könnt, zeige ich euch, was man damit sonst noch so machen kann. Ich zeige euch, wie man stiehlt. Geil! Ja, geil! Kurtisan, Huren beklauen! Dieb! Wenn ihr jemanden bestohlen habt, dürft ihr nicht verweilen. Hilfe! Hallo, blöde Kameraführung. Alles gut? Seid achtsam, ihr müsst verschwinden, sobald ihr sie beraubt habt. Soll ich jetzt abhauen? 5 verschiedene Personen bestehlen, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, hat geklappt. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Jetzt klatschen sie. Wollt ihr mich jetzt verprügeln? Komm mal, Jungs, da steh ich nicht drauf. Verprügeln ist voll nicht mein Ding. Haut mal ab, ey. Sind sie weg? So. In der nächsten Folge machen wir weiter mit Paola. Mal gucken, was sie uns sonst noch Schönes beibringen kann. Bis dahin. Tüdelü.